Boah, ich kann dich nicht riechen. Steuert Schweiß unsere Emotionen? Im Tierreich kennt man sowas. Wenn zum Beispiel Beutetiere im Falle einer Flucht sogenannte Alarmpheromone ausschütten, das sind Geruchsstoffe, die dann andere Tiere warnen, damit die auch flüchten können. Man sagt ja auch, dass Hunde unsere Angst riechen können. Kein Wunder. Ein Hund hat 15 Mal mehr Riechzellen als der Mensch. 300 Millionen im Vergleich zu 20 Millionen. Aber kann auch bei uns Menschen ein Geruch eine Emotion auslösen, die nicht nur Ekel ist? Düsseldorfer Psychologen haben dazu ein Experiment entwickelt. Sie haben Schweiß gesammelt. Und zwar zum einen Sportschweiß und zum anderen Angstschweiß. Also Schweiß von Teilnehmern einer mündlichen Prüfung, die sich nicht so wohl fühlten. Die Testpersonen mussten dann die unterschiedlichen Arten von Schweiß schnüffeln und währenddessen wurden ihre Gehirnaktivitäten untersucht. Bei Sportschweiß null Reaktion. Bei Angstschweiß werden genau die Areale des Gehirns aktiv, die ängstliches Verhalten erkennen und steuern. Übrigens, wir können nicht nur Angst riechen, auch Aggression. Kaum zu glauben, aber es gibt tatsächlich Aggro-Schweiß. Und auch dafür gibt es einen Versuch. Düsseldorfer Forscher haben einen Versuch entwickelt, wo Testpersonen um Geld spielen. Allerdings gibt es immer einen Probanden, der den anderen das Geld klaut. Und nun kann man diesen Dieb bestrafen, indem man ihm ordentlich scharfe Chili-Soße einfüllt, die er dann trinken muss. Derjenige, der den Dieb bestrafen darf, muss, während er die Soße abfüllt, Schweiß riechen. Bei normalem Schweiß wird deutlich weniger eingefüllt, als wenn er den Aggro-Schweiß riecht. Dann gab es eine richtig ordentliche Bestrafungsportion. Bei den Frauen wurde deutlich weniger Soße abgefüllt. Die Forscher vermuten, es liegt daran, dass Männer eher mit Kampf oder Flucht reagieren, während Frauen so ein ausgleichendes Element haben. Möglicherweise. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal duschen. Thank you.